Am Donnerstag ist ein Arbeiter von einer Betonwanne angehängt an einem Kran erschlagen worden. Die Polizei, die in so einem Fall alle Hände voll zu tun hat, war leider hauptsächlich damit beschäftigt, Schaulustige wegzuweisen. Einige sollen sich sogar über die Absperrungen beschwert haben. Die Schaulust hat es immer gegeben, doch Smartphones haben die Situation verschlimmert. Gaffer stellen immer öfter Fotos von Schwerverletzten oder Sterbenden online, berichten Benedikt Feichtinger und Martin Steiner. Müssen Sie sich vorstellen, der Platz war irre voll voller Leute und trotz Blaulicht und Folgetonern hatten wir eigentlich keine Chance, da irgendwie zum Patienten zum dazukommen. Ja. Es war einfach so ein Pulk, der entstanden ist, dadurch, dass die U-Bahn ja da im 2-Minuten-, 3-Minuten-Takt Unmengen Menschen Freitagmittag rausspuckt, sage ich jetzt einmal. Ich glaube, die sind neugierig, ne? Helfen wahrscheinlich niemand, aber und die machen wahrscheinlich Foto oder mit seinen Handys, ne? Dann später im Internet stellen solche Sachen. Was für eine Welt sind wir heutzutage angelangt, wo Handys wichtiger sind als Menschenleben. Die U-Bahn-Station Reumannplatz in Wien. Hier lag vor 10 Tagen ein Mann im Sterben. Und 300 Leute haben ihm dabei zugesehen. Michael Mareda arbeitet seit vielen Jahren für die Wiener Berufsrettung. Aber so einen Einsatz hat er noch nie erlebt. Also Sie müssen sich vorstellen, da wo diese Kanalgitter aufhören, da lag der Kopf des Patienten. Und tatsächlich wirklich bis zu dem ersten Kanalgitter, also kurz danach, da standen die Leute. Und natürlich die, die was von der Rolltreppe hinaufkamen, das war irre, weil die sind nicht einfach weitergegangen, sie sind prompt stehen geblieben und wir hatten massive Probleme, da irgendwie in Ruhe arbeiten zu können. Das Hinschauen reicht den Schaulustigen nicht mehr. Viele haben die Wiederbelebungsversuche der Helfer auch fotografiert und gefilmt. Man sieht immer wieder zwischendurch beim Arbeiten sogar, wie Köpfe oder Hände mit dem Handy nach vorne gestreckt werden und einfach bei der Arbeit blockieren. Man muss sich halt vorstellen, der Patient liegt am Boden, kämpft um sein Leben, wir kämpfen um das Leben des Patienten. Und da möchte ich mich dann auch nicht irgendwo auf einer Plattform wiederfinden oder wiedersehen. Woher kommt diese Lust am Schauen? Die Psychologin Brigitte Lueger-Schuster hat jahrelang in der Krisenintervention gearbeitet und kennt das Problem. Ich glaube, dass viele, die sich dieses Horrorszenario anschauen, wahrscheinlich sowas verspüren wie eine gewisse Angstlust, ja? Und dabei vergessen, dass sie oder er der Nächste sein kann. Die Bilder, die die Schaulustigen mit ihren Handys schießen, wandern heute oft direkt zu den großen Boulevardzeitungen. Auch vom Rettungseinsatz am Reumannplatz sind Fotos erschienen. Bis zu 50 Euro zahlen die Zeitungen für so ein Foto. Die Gaffer werden zu sogenannten Leserreportern. Da kommt vielleicht so der Faktor dazu und morgen bin ich dann berühmt für mein Pressefoto und außerdem ein bisschen reicher. Aber in Wirklichkeit wissen wir über diese Fotosucht ganz wenig. Diesen Drang, das spektakulärste Foto zu schießen, kennt der Tiroler Pressefotograf Daniel Liebel. Er war selbst lange Zeit bei der Feuerwehr. Das Verhältnis zu den Einsatzkräften ist seine Geschäftsgrundlage. Die sogenannten Leserreporter würden keine Rücksicht nehmen auf Opfer, Helfer oder sich selbst. Wenn man sich teilweise die Videos oder die Fotos anschaut, was da zusammen fabriziert wird, wirklich Kopfschütteln, weil da teilweise können sie wirklich keine Gefahr abschätzen. Wir werden nicht zugeben, ist das jetzt gefährlich oder nicht da. Und wir gehen zu einem Einsatzleiter hin oder mit der Feuerwehr und reden uns dann. Das heißt nein, das ist nein oder warte jetzt 110 Minuten, dann machen wir es auch. Der Leserreporter, der Unfall mit Todesfolge, der schickt seine Fotos, die posten ist und die Angehörigen erfahren das noch online oder wo auch immer her. Auf Daniel Liebels Fotos sind nie Opfer zu sehen. Für Verstöße gegen Persönlichkeitsrechte ist er haftbar. Die Fotos stellt er oft schon bereit, während der Einsatz läuft. Dennoch bekommt er teilweise weniger Honorar als ein Leserreporter für ein Handyfoto.
Daniel Liebl ist auch ausgebildeter Sanitäter. Denn nicht selten ist er als Erster am Unfallort. Das rauchende Haus ist weniger spektakulär als wir das brennende Haus. Die Leute wollen Spiele. Und es gibt solche Irren, unter Anführungszeichen, wie mich, was ihnen die Spiele liefern. In Form von Bränden, Unfällen, Überfällen, Mord und Totschlag. Wir würden es nicht machen, wenn die Nachfrage nicht wäre. Woher die neue Lust am Schauen kommt, thematisiert ein Kurzfilm aus Deutschland. Die eigene Selbstdarstellung in sozialen Medien befeuert hier die Jagd der Gaffer nach immer spektakuläreren Bildern. Der Film hat für viel Aufsehen gesorgt, dürfte aber der Realität erschreckend nahe kommen, wie die Redaktion der Tageszeitung heute weiß. Die Zeitung fordert ihre Leser seit Jahren auf, als sogenannte Leserreporter aktiv zu werden. Wir bekommen ja eine Fülle von Fotos, die wir nicht verwenden, weil sie zu explizit sind. Menschen, die aus dem Fenster springen, die auf der Fensterbank sitzen und runterspringen wollen, Tote in der U-Bahn, Tote im Straßenverkehr. Und hier ist der pädagogische Ansatz, halt, dass wir die einfach nicht verwenden und dadurch der Lesereporter lernt, dass das keinen Sinn hat, an uns zu schicken. Für den Chefredakteur gibt es einen entscheidenden Unterschied zwischen sogenannten Leserreportern und Gaffern. Der Gaffer ist jemand, der keinen Abstand hält, der vielleicht auch, wenn man es gesellschaftspolitisch sieht, keinen Respekt hat vor dem, was er fotografiert und was er erlebt. Der Leserreporter ist jemand, der etwas fotografiert, was auf Interesse stoßen kann. Die Lust am Schauen geht oft Hand in Hand mit der Empörung über das Gesehene. Ein Passant wird Zeuge einer Schlägerei. Statt einzugreifen, filmt er mit und wird zum Leserreporter. Der dazugehörige Artikel thematisiert aber über Passanten, die nicht eingreifen. Ein Artikel empört sich über 300 Schaulustige, die einem Mann beim Sterben zusehen. Einer von den 300 liefert das Bild dazu. Was für die Medien längst normal ist, stellt die Behörden vor neue Fragen. Der Innenminister überlegt, diesem neuen Phänomen einen Riegel vorzuschieben. Die Gaffer zu bestrafen, ist für die Polizei aber aus praktischen Gründen schwierig. Wenn die Polizisten erste Hilfe leisten, dann sind das 2, vielleicht 4 am Vorfallsort. Und die haben natürlich keine Zeit, dass sie jetzt Identitäten feststellen von 100 Schaulustigen, um hier Verwaltungsstrafen auszustellen. Ich glaube nicht, dass sich Menschen in dieser emotionalen Aufregung, in der sie sich auch befinden, tatsächlich daran denken, dass sie dann eine Strafe bekommen könnten. Ich glaube, dass man eher präventive Maßnahmen setzen muss. Das heißt, die Kinder, die Jugendlichen, alle, die in zum Beispiel Erste-Hilfe-Kurse gehen, darüber aufklären, was da passiert. Was ist privat und was ist im öffentlichen Interesse? Diese Frage muss heute jeder, der ein Smartphone besitzt, selbst beantworten. Ob die nächste Generation ein besseres Gespür dafür entwickelt, wird auch davon abhängen, was sie heute vorgelebt bekommt. Was mich dann am meisten gestört hat, dass sogar Elternteile mit ihren Kindern die Kinder zuschauen lassen haben, ja, während der Patient eben auf der Trage gelegen ist und die Reanimationsmaschine an dem Patienten gearbeitet hat und wir gearbeitet haben am Patienten auf dem Weg zum Rettungswagen. Also das brennt sich in Kinderköpfe ein und das kriegt man als Kindern ja eigentlich nicht mehr raus.